ist Ronja und ich weiß nicht, ob ihr den Jahresrückblick von Flo gesehen habt oder nicht. Ich hab's auf jeden Fall gesehen. Und da ich tatsächlich relativ wenig von Flos Videos geschaut hatte insgesamt, habe ich mir gedacht, es wäre richtig lustig, mal sein bestbeliebtestes Video anzuschauen. Und zwar ist das bei ihm wohl Minecraft 2, ich weiß auch nicht. Er hat erzählt, er hat da wirklich, wirklich lange dran gearbeitet und er hat sich sehr viel Mühe mit dem Video gegeben. Und deswegen reden wir gar nicht lange um den heißen Brei rum, sondern gucken uns das Ganze mal an. Ich bin nämlich super gespannt und ich wollte sowieso gucken, also warum nicht mit euch zusammen? Übrigens, schön, wie man hier Flos Gesicht sieht, oder? Dann ziehe ich mir mal ein paar Kopfhörer auf. Und los geht's. Ich bin super gespannt. Ich habe euch erzählt, aber das hier, ich hätte nicht gedacht, dass ich das hier heute schon aufnehmen darf. Denn ich darf euch heute die Welt. Das ist, glaube ich, so ein April-Chats-Video gewesen, richtig? Sehe ich das richtig? Ich meine. Weltpremiere vorstellen, was noch nie irgendwo gezeigt wurde. Ich bin sogar der erste deutsche YouTuber, der das zeigen darf. Es gibt einen amerikanischen, der das auch vorstellt, heute glaube ich sogar. Aber jedenfalls, ich habe heute Morgen eine Ich muss sagen, er hat sich da keine schlechte Geschichte ausgedacht. Ich meine, er hat eine Ausrede gefunden, warum er der Einzige ist, bei dem ihr es wahrscheinlich seht. Und er sagt aber auch, ja, er ist nicht der Einzige weltweit, weil das wäre ja unreasonable. So groß ist Flo ja auch nicht, auch wenn er wirklich, wirklich groß ist. Dann hat er noch so, ja, ein amerikanischer YouTuber zeigt es auch noch. Not bad, not bad, not bad. Muss ich sagen. E-Mail bekommen von Mojang und ich darf tatsächlich heute... E-Mail von Mojang bekommen. Nicht wirklich Spiel, es ist quasi so ein Spin-Off. Also, ne, Leute, wovon rede ich? Okay. Ich zeig's euch direkt mal, ja? Ich rede hiervon, Leute. Minecraft 2. ich hab's dir ja schon mal gesagt, oder ich weiß nicht, hab ich dir gesagt? Ich glaube, ich hab's noch nicht. Man muss es ihm lassen, er hat sich Mühe gegeben. Ab sofort dürfen wir darüber reden. Hier mit Early Alpha hier und da oben, was steht da? Testbild. Leute, ja, Mojang hat nämlich so gesagt, ich habe kein Ausrufezeichen. Das soll ein Geheimnis bleiben. Wir sind hier oben. Not Testbild 0.013b. Das ist quasi die erste Testversion, die öffentlich irgendwie für YouTuber und so gezeigt werden darf. Der Mojang arbeitet ja quasi zurzeit an 1.13, die neue Hauptversion für Minecraft, aber nebenbei schon seit mehreren Jahren insgeheim an Minecraft 2 Welt generiert. Ich bin mir gespannt. Der Anfang hier ist. Ich bin gespannt, wie er es macht. Also mich wundert hier nicht. Oh, das sehen wir schon was. Ziemlich ressourcenintensiv. Okay, wir können uns hier ein bisschen umsehen, hier ist ein Wasserfall. Man hat sogar Start-Items, hier startet sogar mit Melonen, eine Spitzhacke, ein Schwert und so weiter. Okay, ich bin mit der Facecam gerade nochmal hier nach oben gerutscht, aber Leute, den Start darf man leider nicht zeigen, den soll jeder Spieler selbst. Aber ich meine, das muss viel Arbeit gewesen sein, das quasi rauszukatten, dass sein Arm da noch rumwackelt. Das ist nicht ganz so schnell wie im normalen Minecraft, hier zum Beispiel eine Brücke, aber Leute, die Sounds sind deutlich besser. Es ist auch smooth gefilmt, wie er das da gefilmt hat. Es ist unglaublich cool, wirklich. Ich kann mal zum Beispiel rumlaufen. Man sollte laut Mojang hier demnächst irgendwo ein NPC, es soll auch NPCs geben. Es ist unglaublich cool. Ich bin mega gespannt. Es gibt, wie bekanntlich, auch hier eine Hungerleiste, eine Herzensleiste und so weiter und so fort. Das Ganze soll ungefähr Anfang nächsten Jahres, also 2019, raus. Also, man sieht, dass er sich wirklich Mühe damit gegeben hat. Ich meine, wenn du das alles so vom Overlay reinmachen willst, ich meine, klar, du musst immer das Overlay abfilmen und sowas. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es aussieht, wenn er sein Interface bedient, aber ich bin gespannt, was er noch so hat. Ich meine, wenn er jetzt nur die ganze Zeit durch den Wald laufen würde, wäre es natürlich ein bisschen langweilig, aber wie er ja schon sagt, da kommen jetzt noch NPCs, also... Lass uns mal weiter gucken. Für die Öffentlichkeit zum Spielen, aber ey, ich finde es jetzt schon mal richtig cool. Vor allem, dass ich die Möglichkeit kriege, so mehr Minecraft 2 wird empfohlen. Wir haben zum Beispiel eine Spitzhacke, wir haben das Schwert, wir haben Bogen und Melone sogar. Ich habe die Melone Minecraft 2, Early Access Alpha. Wenn man mit dem Schwert schlägt, hat er auch noch mitkommen. Ist ein bisschen Realismus. Ich kann euch den Bogen gleich nochmal zeigen. Der Bogen ist auch was mega geiles. Ja, warte, ich gehe mal weg vom... schießen. Die Pfeile stecken ein bisschen im Boden fest, es backt alles ein bisschen noch rum. Es alles ein bisschen noch im Aufbau. Wie gesagt, das ganze User Interface. Also das Ganze okay, das hat er nicht so übernommen noch vom normalen Minecraft, aber ey, wenn das hier fertig ist, Leute, das wird mega mäßig. Wird's besser als Minecraft? Ich weiß es nicht, Leute, aber lass mal wohin gehen, wo ich noch was richtig geiles zeigen kann. Denn Leute, es gibt ja auch Treppen hier schon. Es gibt Treppen, die generiert werden und was ihr wahrscheinlich jetzt gleich merkt hier, nämlich, wir können hier richtig gehen, ohne irgendwie springen zu müssen. Das ist mega gut. Also, ja... Das ist korrekt, das ist der einzige Wunsch, den wir alle haben, dass man nicht mehr springt, ha? Huh? Naja, aber ich find's so lustig, dabei Flos Reaktion zu sehen, weil er einfach da in der Ecke sitzt und so richtig erstaunt tut und so richtig, wow, was ist das hier? Wir haben,
Wir haben Treppen? Nein! Und ich meine, das Interface ist übernommen, aber und so richtig versucht, glaubhaft drüber zu bringen, es ist so witzig. Ich glaube, das finde ich gerade lustiger als das richtige. Naja, er ist in dieser Welt und er tut so, als ob er Minecraft spielt, weil ich meine, er baut ja nichts ab, er macht ja nicht wirklich was Minecraftiges, er läuft ja gerade ja nur durch, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber er sitzt in der Ecke und ich finde, dieser Gesichtsausdruck passt auch richtig gut. Er ist so gehypt und er ist so, oh, what? Es ist, oh. Was mir ein bisschen auffällt, Leute. Schalt ihn mal auf. Lass mal ein bisschen was essen. Wir haben viel, viel zu oh, was könnt ihr denn essen? Achso, ja, Melon. Darf sich was aussuchen. Lass mal hier 44 Millionen Zufall. Also, damit wir natürlich nicht so viel Hunger haben. Oh, Alter, was ist das? Leute, kann ich hier sprinten? Warte mal. Wer ist das? Leute, ich glaube, es ist einer von den NPCs, was Mojang gesagt hat. Ey, Leute. Wieso finde ich das so witzig? Wer ist der bitte? Kannst du mal nachlaufen hier? Alter! Guck dich bitte mal auf unsere Reaktion und guck mich das mal an! Oh, der schnelle Sprinter, der NPC, der arme Jogger, den er da gefilmt hat! Ich weiß nicht, ob es hier Skills gibt oder es geben wird, aber Leute, wenn ihr wollt, Skills gibt. Der arme Jogger, den er da gefilmt hat! Der denkt sich nichts Böses, denkt sich, ja, ich lebe gesund, ja. Hab keine Ahnung, tu was für mein Leben und dann ist er einfach hier. Dann ist er einfach in einem Minecraft 2 Video als NPC. I mean, aha, das ist super. Wie hat der Mojang ja noch gesagt, dass das hier für quasi fürs Handy auch kommen wird? Also wird fürs Handy wird es auch noch kommen. Darauf könnt ihr euch freuen, weil Leute, ich freue mich auf jeden Fall. Minecraft 2 Pocket Edition. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, Mensch. Aktuell kann da bin ich aber auch. Von diesem Hauptpfad hier runtergehen. Das ist schade. Aber ich will unbedingt mal hier ans Ende kommen. Okay, ich bin mal gespannt, ob er noch hier irgendwas macht. Oh, er hat jetzt einen Apfel. Wo hat er den her? Warte, das habe ich jetzt vergessen. Warte, ich will wissen, wer den Apfel kriegt. Oh, er kriegt von dem NPC vielleicht. Nur um irgendwie. Oh mein Gott! Oder er kriegt so den Apfel. Oh, das sah nicht schlecht aus. Warte, das würde ich gerne nochmal angucken. Warte mal. Ich laufe mal vorbei. Ich greife die mal nicht an. Nur um irgendwie. Oh mein Gott! Guck mal, auch mit dem Schatten! Den Apfel gedroppt! Okay. Leute, ich esse ihn erstmal jetzt nicht. Ich behalte ihn mal nicht auf, damit wir später was haben. Weil es soll einen Boss geben hier. Ich bin ultra gespannt. Ja, ey, Leute. Ich kann es gar nicht worten. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, hier war gerade irgendwie ein paar unsichtbare Blöcke oder irgendwie sowas. Könnte es sein, ich bin mir nicht sicher. Aber ey, Leute, nach all diesen Monaten hin und her. Er hat seinen Apfel gegessen. Ich dachte, er will den Apfel nicht essen. Jetzt ist der Apfel weg, oder wie? Ich dachte, ah, Florian. Oh, hier sind jetzt NPCs. Oh, jetzt rennt er durch die Gegend. So schnell. Ich wusste nicht, dass Tränke gibt in dem Spiel. Alter, lass mal ein bisschen noch erkunden und schauen, was wir finden werden. Okay, jetzt hat er. Guck mal. Ein Eisengolem, Alter! Das ist, also gut, der schwebt ein bisschen in der Luft. So durch die Landschaft hier läuft, ey Leute. Aber der Eisengolem, der war. Der war wenigstens auf dem Weg. Es soll nur eine Testversion sein. Es soll nur mal demonstrieren, was Mojang so machen kann. Aber was macht der denn noch? Wasserfall am Anfang, er geht zum Wasserfall. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Ich schau mal, ob ich den irgendwo hier finden kann. Das ist so witzig. Ich glaube, irgendwie wieder zum Zentrum. Okay, ich hab's gefunden. Oh, den Wasserfall. Er angelt jetzt. Er hat eine Angel. Seit wann hat er eine Angel? Wir können hier tatsächlich angeln. Also wo hast du die Angel her, Flo? Nicht mal, oder? Oh doch, Leute, es ist so cool, man kann einfach angeln. Und hier sieht man schon, man benutzt von der Animation und so weiter. Ist es mehr? Also es ist cleaner, als ich gedacht hätte. Also normal Minecraft, hier diese geilen Bänke, wo man. Also ich weiß nicht, ob Bruder selber geeditet hat, aber wenn, dann. Hut ab! Nee, nicht schlecht. Das mit der Angel sah clean aus. Man kann sich wirklich hinsetzen. Das haben so viele Spiele im normalen Minecraft angefragt, dass es Bänke gibt oder irgendwas zum Hinsetzen. Jetzt kann man sich einfach hier hinsetzen. Und ein bisschen die Natur. Es gibt da nichts Schöneres, als ich einfach mal. Es funktioniert alles. Ich kann die Türme schießen. Ich kann einfach alles machen. Leute, pass auf, wenn ich jetzt hier mache, Slash Game Mode 4. Guck mal, was hier passiert. Das ist ein kleines Secret hier. Oh mein Gott. Guck mal, ich bin jetzt hier neben der Stadt gespawnt. Ich bin ein bisschen reingelaufen. Leute, wie unglaublich geil ist das bitte? Guck mal. Hier ist so eine riesige Stadt mit Wolkenkratzen. Das ist fantastisch. Wieso? Wieso habe ich das Video? Ich wusste nicht, dass es das Video gibt, okay? Ich habe wirklich erst erfahren, dass es das Video gibt, als ich Flo's Dings Rewind geschaut habe. Das ist so high quality. Ich wusste nicht, dass Flo solche Videos gemacht hat. Das ist ja verrückt. Sorry, ich sag so oft verrückt, aber ich bin mind blown, okay? Und Das ist so lustig, ihn zu sehen, wie er da sitzt und so, oh, jetzt bin ich in der Stadt, was? Ah, oh, ich will wissen, was passiert. Und guck mal, hier laufen sogar Leute rum. Hi, ich bin der Flo, ich laufe wieder rum.
Ist er jetzt so wirklich durch die Stadt gelaufen und hat die ganze Zeit gefilmt? Weil dafür ist es wirklich gar nicht verwackelt, so von der Kameraführung. Guck mal. Hi, was geht? Hi. Und er hat ja auch so ein bisschen das Hoch runter. Ob man ins Gefängnis kommen kann oder ob man irgendwas, keine Ahnung, machen kann. Ey, Leute, unglaublich geil. Okay, lass mal hier warten. Nicht, dass wir irgendwie von einem Auto überfahren werden oder so. Alter, es gibt einfach Autos. Leute, ihr wisst, ich liebe sowieso Autos. Übrigens, haben wir ein Inventar irgendwo? Kann ich irgendwie mein Inventar... Ah, genau, hier. Okay. Ah, hi, da bin ich ja. Leute, was haben wir alles mit dem Inventory drin? Wir haben hier einen Bogen, Bottle of Enchanting. Ui, lass mal den Bogen hier nehmen. Kann ich Leute abschießen? Du, komm her. Kabau. Oh. Okay. Okay, ich hoffe, man hat kein Damage genommen. Alter, Leute... Cool. Oder hat er einfach, Google Street View? Ich frag Flo nachher mal, wie er das gemacht hat. Es interessiert mich wirklich. Alter, wie geil. Hat er das mit Street View gemacht? Wie hat er das gemacht? Ich bin so interessiert, weil die Leute reagieren ja auch nicht auf ihn. Also, es ist jetzt ja nicht so eine Sache von wegen, da ist jemand, der mit der Kamera durch die Stadt läuft, da gucken ja Leute hin. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Wie hat er die Aufnahmen gemacht? Hat er die irgendwoher sonst genommen? Wir nehmen nachher noch zusammen auf. Ich frage ihn mal, wie er das gemacht hat. Das interessiert mich wirklich. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Bei mir würde jetzt spontan nicht wirklich was einfallen, aber... Okay, ich will unbedingt wissen, was noch passiert. Deswegen gucken wir mal weiter. Es hört sich halt wie eine echte Stadt an. Leute, ich weiß nicht, wie die das simuliert haben oder was die gemacht haben, aber Alter, Leute, wirklich. Ist so, wie er das sitzt. Realismus pur. Und das ja, ich weiß nicht, wie die das simuliert haben. Oh, warte, kann ich den abschießen? Oh, warte. Wie will er den abschießen? Wieso will er ihn abschießen? Ich sollte lieber mal nicht viel Müll machen hier. So sagt Bojan, Chaos Rule 40. Machst du hier die ganzen Müll hier? Chaos Rule 40, unsere NPCs, die wollen nicht, dass du irgendwie die nervst. Leute, guck mal, die ganzen Leute hier. Klassiker. Also, mit dem Bogen, ey, Leute. Immer auf die NPCs achten. Ich bin einfach hier eine kleine Minecraft-Melone, die rumläuft in der Stadt. Das ist so witzig. Okay, ich glaube, hier sieht ein Zebrastreifen. Okay, ich glaube, wir können ein bisschen skippen. Er ist jetzt hier gerade nur in der Stadt. Was passiert denn noch? Hier ist er weiter in der Stadt. Hier geht er dann quasi auf so einen Wüstenweg. Da würde ich gerne nochmal schauen. Oh, hier ist gerade so eine... Es ist so geil, wirklich. Ich liebe es einfach. Oh, guck, ich bin hier ein paar Schritte weitergegangen. Und hier ist jetzt am Strand. Wie geil ist das bitte, Leute? Hier ist, ich dachte, es wäre eine Wüste. Nah dran. Es ist beides Sand, ha? Guck mal, das ist so der typische, ich weiß nicht, Urlaubsstrand. Oh mein Gott, hier hinten. Was ist das? Sind das Flaggen? Seht ihr das hier? Alter, es sind auch so viele Leute hier, wirklich. Hinten. Alter Flo. So Baseball spielen oder so, oder? Ich weiß nicht, was ich... Ich habe die Kommentare zu dem Video nicht gesehen. Mich würde mal interessieren, wie viele Leute ihm wirklich geglaubt haben, dass es eine neue Minecraft-Version gibt und wie viele Leute sagen, Florian, offensichtlich hast du das gerade selber gefilmt und einfach reingeeditet. Weil, wenn es am 1. April rauskommt, dann ist es ja logisch, dass man als YouTuber irgendwas macht, was so ein bisschen ein Scherz ist, aber... Ich frag mich, wir lesen nachher noch ein paar Kommentare, okay? Ich frag mich wirklich, wie viele das geglaubt haben. Ich weiß auch nicht, ob ich es geglaubt hätte, wenn ich das Video gesehen hätte. Und ich wüsste nicht, vielleicht kriegst du es in deinen Recommended-Sachen angezeigt, ja? Und du weißt nicht, dass es am 1. April hochgeladen wurde. Vielleicht bist du normalerweise kein Abonnent von ihm. Und du weißt nicht, was er sonst so für Videos macht. Und dann siehst du einfach dieses Video. Was würdest du denken? Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir gucken mal. Was er noch so treibt. Hier kämpft er nämlich, glaube ich, mit so einem Fliegeding. Da gucken wir mal. Was soll ich machen? Kann ich da angreifen? Stirb irgendwie! Oh, stirb Flo jetzt? Ja, Leute, das war Minecraft 2. Zumindest das, was ich euch schon mal zeigen darf. Es ist ein richtig geiles Spiel. Es ist so ein witziges Video. Falls ihr das Originalvideo aus irgendeinem Grund nicht gesehen haben solltet, Schande über euer Haupt. Ich habe jetzt ja nur Ausschnitte gezeigt. Also falls ihr das komplette Video sehen wollt, dann packe ich euch das auch nochmal in die Beschreibung. Das solltet ihr euch wirklich angucken. Es ist wirklich, wirklich witzig und man sieht, wie viel Mühe er sich dabei gegeben hat. Nein, aber das war's dann auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut!